Hallo ihr Lieben. So, heute möchte ich gerne mit einem neuen Format starten. Und zwar, es gibt eine amerikanische YouTuberin, ich werde euch ihr Video dazu in der Infobox verlinken. Die hat damit angefangen, das nennt sich Capsule Paper Crafting. Und zwar ist da gemeint, dass man einfach mit einem kleineren Bestand arbeitet. Und das kann man aus verschiedenen Gründen machen. Einmal, um sich ein bisschen wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also zum Beispiel, wenn man sehr viele Bastelsachen zu Hause hat, kann es ja manchmal so sein, dass man ein bisschen überfordert ist, womit fange ich jetzt an zu basteln? Und da kann man sich das Ganze mal so ein bisschen kleiner portionieren, sage ich jetzt mal, und sich das selber limitieren, dass man wieder ein bisschen kreativer wird. Oder die zweite Möglichkeit, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ich fahre in den Urlaub, ich möchte was mitnehmen, aber ich kann ja nicht mein ganzes Bastelzimmer mitnehmen, dann eignet sich das auch sehr gut. Oder wenn man noch nicht viel hat und einfach mal wissen möchte, was sind so die Basissachen? Die Idee dahinter ist jetzt eigentlich von mir, dass ich das Ganze versuche zu machen mit möglichst vielen Action-Materialien. Das werdet ihr dann gleich sehen. Ich zeige nachher auch gleich, was da alles jetzt bei mir in meiner Kiste sozusagen drin ist, in meiner Bastelkiste. Und ja, das wäre so die Idee dahinter, dass man mal mit weniger bastelt. Und ich werde dann einzelne Projekte zeigen hier auf meinem Kanal, wo ich dann wirklich nur mit den Sachen arbeite, die ich heute jetzt zeigen werde. Es wird trotzdem auch noch andere Videos von mir geben, gerade das Love from Lizzie Video ist klar. Wie lange ich das machen werde, jetzt mit dem Paket, das ich mir heute zusammengeschnürt habe sozusagen, kann ich noch gar nicht sagen. Aber ich denke mal, es ist einen Versuch wert und ich freue mich extrem drauf auf diese Herausforderung. Und ja, hoffe natürlich, dass ich den einen oder anderen von euch vielleicht auch dazu inspirieren kann, das auch mal auszuprobieren und sich selber so ein bisschen herauszufordern. Das, was ihr hier schon die ganze Zeit seht, das ist eine Liste, die könnt ihr euch runterladen. Auch hierzu werde ich das Ganze verlinken. Das ist in Englisch. Das geht mit jeder Marke. Es ist völlig egal, was ihr da nehmt. Es ist auch nicht so, dass man sich an diese Liste zu 100% halten muss. Man kann das auch so für seine Bedürfnisse anpassen. Ich habe das jetzt, wie gesagt, gemacht. Und zeige euch jetzt, was ich alles in meiner Kiste habe. Als erstes steht auf dieser Liste drauf, soll man sich Cardstock besorgen. Und zwar weiß und schwarz. Eignet sich hierfür sehr gut für die Kartenbasis. Ich habe hier diesen Block, der ist vom Action und den kennt ihr bestimmt auch. Das sind schwarze, kraftfarbene und weiße Papiere und Cardstock drin. Und ich werde jetzt einfach den als meine Cardstock-Basis sozusagen verwenden. Als zweites ist drauf, man soll Aquarellpapier verwenden. Und ich habe hier dieses hier. Das ist auch vom Action. Und weil ich das habe, werde ich das natürlich auch verwenden. Dann steht auf der Liste Maskierpapier. Das mochte ich jetzt lieber nicht verwenden. Ich nehme so total klebendes Post-it-Tape. Man kann auch Notizzettel nehmen, selbstklebende. Das funktioniert auch ganz gut. Ich habe jetzt die Rolle. Der nächste Punkt auf der Liste sind die Stempelfarben. Und zwar habe ich hier einmal ein wasserfestes Stempelkissen. Ich habe das Stay-On Stempelkissen gewählt, weil ich finde, dass das nebst dem, dass es wasserfest ist, auch super sich eignet, weil man damit auf alle Untergründe stempeln kann, auch auf nicht saugende Flächen. So. Und deshalb habe ich das gewählt. Einfach in schwarz. Dann zum Embossen Versamark. Ein Versamark-Stempelkissen. Und jetzt kommen die Farben. Es sind auf dem Zettel stehen, man soll Ink, die kleinen Stempelkissen nehmen. Solche habe ich zu wenig. Und deshalb habe ich mich jetzt entschieden, dass ich große Stempelkissen verwende, aber jetzt nicht Hunderttausende. Ich habe mir jetzt einfach mal so ein paar Grundfarben rausgesucht. Ich habe hier einmal so einen Grauton, einen Orangeton, ein helles Grün, ein Rot, einen Rosaton, einen hellblauen Ton, ein Lila
und ein helles Gelb. Ich habe die Farben bewusst jetzt ein bisschen Pastell und bunt gewählt, einfach weil ja jetzt Frühling ist und da möchte ich natürlich Frühlingskarten basteln. Die Marke spielt überhaupt keine Rolle von den Stempelfarben. Ihr solltet einfach damit gut abstempeln können und gleichzeitig sollten sie sich aber auch eignen, um ein bisschen zu verblenden. Und deshalb ist das jetzt meine Wahl. Als nächstes habe ich ja schon erwähnt, das Verblenden. Ich habe hierfür diese Pinsel. Da gibt es auch günstigere Varianten beim Action. Schaut doch da mal nach. Das sind so Kosmetikpinsel. Ich habe diese Variante und deshalb werde ich die logischerweise auch benutzen. Die sind einfach zum Verblenden gedacht. Als nächstes ist auf der Liste drauf Sachen, um zu kolorieren. Und auch hier geht es darum, nicht zu viel zu verwenden. Ich habe jetzt hier einmal diese Stifte vom Action. Das sind diese Pencils. Ja, da sind 18 Stück drin. Einfach um da zu kolorieren. Und ich habe Wasserfarben. Auch die sind vom Action. Da sind jetzt 12 Farben drin. Da kann man aber sich ganz, ganz viele Farben anmischen. Das werde ich dann auch noch zeigen. Dieses werde ich verwenden. Dann natürlich Pinsel. Ich habe hier auch vom Action diese Van Eyck heißen die. Ich habe einfach Pinsel mir ausgesucht, die so ein bisschen verschiedene Breiten haben und noch einen ganz breiten Pinsel, um mal großflächig was aufzutragen von der Farbe. Ich habe dann hier noch eine weiße Farbe, die ich verwenden werde. Das ist jetzt eine Marke, aber da kann man auch was Günstiges nehmen. Ich habe nur leider einfach nur dieses hier da und deshalb werde ich das hier verwenden, um weiß mal etwas zu machen. Dann einen wasserfesten schwarzen Marker. Da habe ich jetzt diesen, da eignen sich aber auch Ettingstifte oder was ihr halt zu Hause habt. Ich habe hier einfach eine feine Spitze, damit ich mal was schreiben kann oder vielleicht mal ein Stempelmotiv ein bisschen ausbessern kann, je nachdem. Dann einen weißen Gelstift habe ich auch und der ist vom Action. Der war in so einem Riesenpaket mit ganz, ganz vielen Gelstiften und da habe ich mir einfach jetzt den weißen rausgesucht. Das nächste auf der Liste ist dann Klebematerial und ich habe hier einmal die 3D-Klebepads vom Action. Dann einen Kleberoller und der ist, wie ihr hier sehen könnt, von DM. Den kriegt man bei DM, den habe ich noch. Und den Flüssigkleber vom Action. Bei den Werkzeugen habe ich einmal ein Falzbein aus Teflon. Dann habe ich diese drei Acrylblöcke, einfach wenn ich mal einen Hintergrund stempeln möchte mit mehreren Stempeln, dann geht das meist schneller mit denen. Ich habe ein Malerband, auch vom Action. Dann so einen Maßstab. Ich finde den total genial, weil der ist in Inch und in Zentimeter. Und er hat hier so einen rechten Winkel. Das heißt, man kann den so anlegen und direkt messen und muss da nicht oben, unten markieren, um sich eine gerade, rechtwinklige Linie zu ziehen. Das mag ich sehr, sehr gerne. Deshalb habe ich den hier in meiner Kiste. Dann mein Misti, da eignet sich aber jede andere Stempelhilfe auch. Und ich habe ein Präge- und Falzbrett. Damit kann ich schneiden und prägen. Also ist kein Präge- und Falzbrett. Ich kann falzen und ich kann schneiden. So, jetzt. Da gibt es ja auch eines vom Action. Das habe ich nicht. Deshalb werde ich dieses hier verwenden. Aber auch da seid ihr natürlich frei. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist eine Schere. Ich habe hier eine von Team Holz, die ist speziell beschichtet, damit da nicht so viel kleben bleibt, wenn man mal was Klebriges schneiden muss. Ich habe hier ein Cuttermesser, das ist von Fiskars. Das mag ich sehr gerne, man kann aber auch ein anderes Cuttermesser natürlich verwenden. Und ich habe so ein Picking-Tool, das ist eine Prickelnadel. Die ist jetzt von Team Holz. Die neueren Varianten davon sind schwarz, nicht mehr rot. Ich habe jetzt noch die alte, die ist aber auch schon Jahre alt. Also man sieht auch schon. Ja, das ist mein meistgebrauchtes und heißgeliebtes Werkzeug. Ich benutze das in jedem Video. Also egal, was ich mache, das ist immer
griffbereit. Als nächstes haben wir auch optional natürlich, das ist so ein Masking Fluid. Das ist, wie gesagt, optional. Damit kann man halt auch so ein paar tolle Dinge machen mit in Verbindung mit Wasserfarben. Ob ich das verwende und wie, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Aber ich habe es mir mal zurechtgelegt, dass ich es dann habe. Und ja, dann habe ich ein Bleistift. Das ist so ein ganz normales Minendruckbleistift. Das mag ich noch gerne, da muss man nicht immer nachspitzen. Einen Anspitzer habe ich natürlich auch, den kann ich hier jetzt nicht zeigen. Aber für meine ganzen Stifte, die ich ja zum Kolorieren brauche, natürlich einen Anspitzer. Ich habe einen Klebemittelradierer. Ich habe einen Radierer, um auch mal Tinte, wenn ich mich zum Beispiel so einen Fingerabdruck mit Tinte irgendwo drauf kommt, das passiert mir doch noch ab und an. Da habe ich diesen Radierer für. Der ist wirklich gut. Und dann noch einen ganz, ganz normalen, um da Bleistifthilfslinien jeweils auszuradieren. Da habe ich den habe ich mal bei Müller gekauft. Ich finde den toll, weil da kann man diese Radierer, da steckt man das hinten rein, kommt der neue raus. Finde ich toll, ist gut in der Hand und der Radierer ist echt gut. Also der radiert ohne zu schmieren und so weiter. Also was auch noch reinkommt, ist einmal weißes Embossingpulver. Das habe ich mir hier so abgefüllt in so einen Container. Und natürlich ein Erhitzungsgerät. Ich habe mir meines mal bei Ideen mit Herz gekauft. Zum Reinigen meiner Arbeitsfläche und auch zum Kolorieren verwende ich diese Papierrolle einfach. Das ist eine normale Küchenrolle und die brauche ich, um die Pinsel jeweils zwischendurch richtig sauber zu machen, wenn ich was ausmale. Dann zum Reinigen meiner Arbeitsfläche habe ich so ein Mikrofasertuch, das ist vom Action. Und für meine Stempel habe ich so ein, das nennt sich Chemie. Und das habe ich in so einer kleinen Box drin. Das werde ich, wie gesagt, zum Reinigen verwenden. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Stempeln. Und zwar, da Action leider keine Textstempel hat oder nur ganz, ganz wenige, habe ich hier einfach in meinen Bestand gegriffen und habe mir einmal die klitzekleinen Grüße rausgesucht. Die sind von Stampin' Up und ich finde halt, hier hat man ganz viele tolle kleine Sprüche drin, die ich dann verwenden kann. Und hier habe ich noch eines rausgesucht, das gibt es auch nicht mehr, aber da sind halt große Sprüche drauf. Und da ist auch die Empfehlung auf dieser Liste, dass man sich halt raussucht, zwei Stempelsets mit Sprüchen, eines mit eher kleineren Sprüchen und eines mit größeren Sprüchen. Und ja, das ist so meine Wahl, was die Sprüche angeht. Dann soll man sich Motive raussuchen oder ein Stempelset mit Motiven zum Kolorieren und einen Hintergrundstempel. Und ich habe keinen Hintergrundstempel, also ich habe Hintergrundstempel, aber nicht von Action. Und ich wollte jetzt nicht noch mehr Fremdmaterial einführen. Und deshalb habe ich mir einfach zwei Motivstempel rausgesucht mit Tieren. Das sind die zwei, die ich dann ausmalen kann und halt hier auch so einen süßen Hasen habe für mal eine Osterkarte. Und dann steht drauf, man soll noch eins mit Blumen. Und da habe ich mir das hier geschnappt vom Action mit diesen Blüten. Und dann soll man noch eins raussuchen mit Motiven, die so ein bisschen solide sind, die man nicht kolorieren muss. Und da habe ich mir dieses rausgesucht. Ich finde das total schön mit diesen Blumen hier und auch diesem Gras und auch diese Perlen da oben gefallen mir sehr gut. Und da freue ich mich auch schon drauf, damit was zu machen. Dann steht auf der Liste auch drauf Stencils, also so Schablonen. Und da habe ich mir einmal die zwei rausgesucht. Einmal diese und einmal diese hier. Und die sind beide aus diesem Paket. Das ist das und das Muster. Falls ihr das auch zu Hause habt. Und dann noch eines mit einem Motiv. Und da habe ich natürlich diesen Hasen gewählt. Weil ja, Ostern.
Und das ist aus diesem Stencil Set, falls ihr das habt. Und das sind jetzt alle Dinge, die auf dieser Liste draufstehen, die man verwenden kann und womit man einfach schon sehr, sehr viel machen kann an Karten und so weiter. Und ich habe jetzt aber noch zusätzlich Sachen mir rausgesucht, auch vom Action, die ich gerne mitverwenden möchte. Ich habe einmal einen kleinen Designpapierblock mir rausgesucht und das ist halt wirklich so total Frühling. Diesen hier. Dann habe ich dieses irisierende Papier. Und das ist halt auch so in Frühlingsfarben und ja, finde ich total schön. Dann diesen Glitter Cardstock. Und ich habe hier noch Sprüche in Englisch. Falls ich mal einen guten Spruch hier finde, kann ich auch sowas mal verwenden, anstatt zu stempeln. Die sind alles auch von Action. Und weil es für mich ohne Bling einfach nicht ganz geht, habe ich einmal Perlchen und Strasssteine. Und auch die sind alle vom Action. Die waren mal einzeln verpackt. Ich habe die in so eine Box mir reingepackt. Die Perlchen genauso. Und das wird das sein, was ich verwenden werde. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Format gefällt. Und ich bin selber schon gespannt, was ich dann alles aus diesem Material so machen werde. Und würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn da einige von euch auch mitmachen würden und es vielleicht sogar in meiner Facebook-Gruppe teilen würden mit den anderen. Das wäre natürlich toll, dass wir so ein bisschen gemeinsam Ideen sammeln, was man so machen kann. Und ich freue mich extrem darauf und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin eine ganz, ganz kreative Zeit und bleibt gesund. Tschüss!